Okay, hallo und herzlich willkommen zum Hundeseminar Hunde führen aus der Körpermitte. Mein Name ist Stefanie Hornung und ich möchte mich erstmal ganz kurz selber vorstellen. Und ihr werdet sicherlich gleich ein bisschen erstaunt sein, obwohl ich hier ein Hundeseminar gebe, zusammen mit der Katja Kraus, bin ich keine Hundetrainerin. Ich bin erstaunlicherweise Pferdetrainerin und gebe heute für euch ein Seminar. Und dazu gibt es auch einen Grund, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Da habe ich Katja besucht und habe ihr zugeschaut beim Hundekurs. Und da hat eine Frau erzählt, dass sie so Probleme hat, wenn ihr Schäferhund an der Leine zieht. Und sie kann den nicht so gut halten, weil der hat 30 Kilogramm. Dann habe ich so überlegt, okay, so ein Pferd, so ein normales Sportpferd hat ungefähr 600 Kilogramm. Und dann haben wir uns überlegt, okay, irgendwas machen die Pferdeleute anders, sowohl in der Ausbildung der Pferde als auch in der Ausbildung der Reiterinnen und Reiter, weil wir müssen ja in der Lage sein, diese sehr kräftigen, muskulösen und sehr schnellen und sehr reaktionsschnellen Tiere führen zu können, ja? Und wir können uns niemals auf unsere Körperkraft verlassen. Für mich war das damals nochmal ein Aha-Moment, weil vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn so kleine Kinder zum Beispiel große, starke Hunde an der Leine führen, wie das einfach funktioniert. Die halten die große Erwachsene teilweise nicht halten können. Okay, und los geht's. Seminar heißt ja Hunde führen aus der Körpermitte. Und wir steigen jetzt gleich richtig ein und werden uns mit unserer Körpermitte ein bisschen beschäftigen. Und dazu möchte ich euch bitten, ich habe mich ja in die Mitte gesetzt, damit ihr mich gut sehen könnt. Dazu möchte ich euch bitten, dass ihr ein bisschen vorrückt an die Kante vom Stuhl. Und dass ihr dann eine Hand mit dem Daumen in den Bauchnabel legt und die Hand so auf den unteren Bauch. Und die andere Hand aufs Kreuzbein, beziehungsweise einfach auf die andere Seite vom Körper sozusagen. Und ihr stellt euch vor, dass ihr im Becken eine Kugel habt. Und wenn ihr jetzt mal das Becken so vor und zurückrollt, so wie ich euch das vormache hier, dann könnt ihr euch vielleicht sogar vorstellen, dass da eine Kugel im Becken vor und zurückrollt. Ihr habt jetzt eure Körpermitte kennengelernt und was über Schwerpunktverschiebung ausprobiert, was das für eine Auswirkung auf die Emotionen hat, auf die Körperhaltung. Jetzt möchte ich euch einen Punkt vorstellen, der ist vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlicher als Körperschwerpunkt, von dem habt ihr vielleicht auch noch nie was gehört. Und das ist die Erdung. Um so ein bisschen rauszukriegen, was eure Gewohnheit ist, würde ich euch erstmal vorschlagen, dass ihr euer Körpergewicht so ein bisschen von einem Bein zum anderen verlagert. Ja, ihr verlagert euer Körpergewicht aufs linke Bein und aufs rechte Bein. Die meisten Leute haben die Tendenz, wenn die gestresst sind, die Füße zusammenzuziehen. Und dadurch wird aber die Kontaktfläche nach unten kleiner und die Standfläche wird auch kleiner. Also rein körperlich wird man dadurch auch instabiler. Was uns beim Hundeführen aus der Körpermitte immer sehr gut unterstützt, ist die Tellington-Methode. Wir fangen mal an. Ich habe mir den Timmy dazu genommen, weil er macht das immer so nett mit. Ich will euch erstmal den Noahs Marsch erklären. Noahs Marsch, damit beginnen wir sehr viel die Tellington-Übungen. Wenn ich erstmal Kontakt aufnehme zu einem neuen Hund oder auch zu meinem Hund, dann versuche ich, ihn wahrzunehmen, und das mache ich über ein Abstreichen des Hundes. Also Timmy und ich kennen uns nun schon ein paar Jahre. Da kann ich durchaus anfangen, indem ich, Timmy, darf ich dich mal bitten, die Hand so flach auflege und über den kompletten Hundekörper so drüber streiche. Ihr dürft das gerne auch schon mitmachen. Wenn ich den Hund noch gar nicht kenne, dann mache ich das mit der Handrückseite, weil das ist für viele Tiere nicht, oder man hat den Eindruck, es wirkt nicht so bedrohlich, wie wenn ich schon gleich sie so angreife. Genau. Man macht es in Zeitlupentempo, um erstmal so ein bisschen reinzuspüren und ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich mein Hund heute an oder wie fühlt sich dieses Tier heute an.
Also ihr spürt einfach mal hinein und geht über den kompletten Hundekörper drüber. Unser nächster Punkt ist die Atmung. Atmung ist ein ganz besonders spannendes Thema im Umgang mit Tieren, weil Tiere über unsere Atmung wahrnehmen können, was vom Zustand wir sind. Also den heißesten Tipp, den ich euch geben könnte, wenn ihr in irgendeiner Situation seid und die läuft nicht so, wie ihr es gerne hättet, Regel Nummer 1, ausatmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ihr machen könnt. Weil in einer Stresssituation, das Tier hält die Atmung an, ihr haltet auch die Atmung an. Ja, das ist ein ganz normaler Teil im Tierleben und im Menschenleben. Wichtig ist, was ihr in der Sekunde danach macht. Ja? Wie ihr dann denkt, oh, ich muss ausatmen. Und ihr atmet aus. Ganz egal, wie gekünstelt es vielleicht ist oder wie rausgepresst es ist. Das ist tausendmal besser, wie die Atmung weiter anhalten. Bevor ihr das jetzt gleich mit den Hunden ein bisschen ausprobiert, den Parcours, möchte ich noch ein zweites Thema ansprechen. Das hängt ganz eng mit der Atmung zusammen. Und das ist der Gebrauch der Augen. Und Gebrauch der Augen wird euch vielleicht wundern, dass ihr jetzt was über die Augen hört auf dem Hundeseminar. Und die Augen, wie wir schauen, ist auch Teil der Körpersprache. Euer Hund kann das wahrnehmen, auch wenn er euch nicht anschaut, wird er merken, wie ihr schaut, also wie ihr eure Augen gebraucht. Mein Vorschlag wäre, dass ihr das ein bisschen ausprobiert, dass ihr mit euren Hunden durch den Parcours geht und dann einfach mal so ein bisschen damit spielt. Mal ein bisschen die Atmung anhalten oder müsst ihr keine anderen Hunde anstarren, das ist ja nicht so nett, aber ihr könnt ja einfach auch irgendwo anders hinstarren, das Hindernis anstarren, den Baum anstarren, was euch immer auch so in den Blick kommt oder in der Ferne was anstarren und dann mal reinspüren, was macht das mit eurem Körper, welche Veränderungen könnt ihr wahrnehmen und wie reagieren eventuell eure Hunde drauf. Jetzt haben wir uns ja ganz viel um uns schon mal gekümmert. Jetzt wollen wir natürlich auch noch das auf die Führung des Hundes übertragen. Und da möchte ich euch jetzt eine Führung aus der Tellington-Themabei zeigen, die sich Balance-Leine nennt. Unter der Leine durchtauchen, Daumen oben auflegen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ihm so feine Signale zu geben. Jetzt habe ich ja noch dieses restliche Stück Leine in der Hand. Und das lasse ich. Ich gehe mit dem Hund dichtere Hand etwas über die Hundeschulter auf die andere Seite und lege nun die Schlaufe, die zwischen den beiden Händen ist, vor die Hundebrust.